Um morgens fit aus dem Bett rauszukommen, bedarf es natürlich ein paar grundsätzlicher Dinge, die man beachten sollte. Dazu zählt einmal, wie sieht mein Schlafumfeld aus? Das heißt, liege ich bequem im Bett oder habe ich Verspannung? Quält mich irgendwas, wenn ich im Bett liege? Das andere natürlich, wie bewege ich mich tagsüber? Was nehme ich an Nahrung zu mir? Das hat alles diese Einflüsse, wie ich aus dieser Nacht herauskomme, weil das letzten Endes ist es ja das Ziel, dass ich über einen guten Schlaf, über eine gute Nacht das Resultat habe, dass ich morgens wieder voller Energie aus dem Bett rauskomme. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Wecker klingelt, um es nochmal klassisch zu sagen, und ich denke, oh Gott, lass mich noch mal eine Stunde, gib mir noch mal eine Stunde. Und meistens habe ich die Stunde eben nicht. Ja? Das ist ja eher der Horror, in den Tag zu starten, dass ich da nicht frisch und munter bin. Und das sollte ja von uns allen der Wunsch sein, da voller Energie zu starten. Das Thema Wecker finde ich immer wieder amüsant, weil da gibt es ja die tollsten Geschichten. Es gibt Leute, die stellen den Wecker schon absichtlich diagonal im Schlafzimmer irgendwo auf, dass sie ja aufstehen müssen, um den Wecker auszudrücken. Dann gibt es wieder diese Snoozer, nenne ich sie, die alle paar Minuten auf die Snooze-Taste drücken. Und dann gibt es auch die Leute beim ersten Piep, zack, stehen die vorm Bett und sind wach, ja. Was nichts Verkehrtes ist, weil die sind dann frisch und aufgeladen, zumindest scheinen sie das. Bei allen anderen, die so immer auf diese Snooze-Taste drücken oder 3, 4 Weckzeiten hintereinander gestellt haben, da stelle ich mir immer die Frage, okay, wenn ich den Schlaf schon brauche und auch mir dessen bewusst bin, sonst würde ich ja nicht diese Weckerkaskade überhaupt programmieren, warum nehme ich dann nicht gleich den letzten Wecktermin zum Aufstehen? Das ist immer so die Frage, die ich da in den Raum stelle, weil im Grunde genommen weiß ich, ich brauche ja diesen Schlaf noch. Und wenn ich den jetzt alle 5 Minuten noch unterbreche, dann wird die Schlafqualität hinten raus am Ende der Nacht nur noch schlechter. Noch eine Anmerkung dazu, wenn jemand sagt, oh, ich habe jeden Morgen Probleme aus dem Bett rauszukommen, dann hilft es manchmal, den Schlafzyklus zu berücksichtigen. Das heißt also, aus der Schlafmedizin wissen wir, dass ein Schlafzyklus, das heißt von der leichten Schlafphase über die Tiefschlafphase mit der REM-Phase, bis wir wieder in die Leichtschlafphase reinkommen, über den Daumen rund 90 Minuten dauern, das heißt also 1,5 Stunden. Das heißt, wenn ich also um 6 Uhr aufstehen muss, dann kann ich mir immer in 1,5 Stunden Rhythmus ungefähr ausrechnen, zu welcher Uhrzeit ich am besten ins Bett gehe, damit ich zu der Leichtschlafphase mit dem Wecker gemeinsam in den Tag starten kann. Wenn man das wirklich befolgen will mit dem Schlafrhythmus, mit dem Zyklus, sage ich immer, hilft es als erstes so die Faustregel 90 Minuten. Man weiß aber aus der Schlafmedizin, das kann auch ein Zyklus nur von 70 Minuten Länge sein. Es gibt heute auch diese Tracking-Möglichkeiten, dass man dort sieht, wie ist ungefähr mein Schlafzyklus. Aber am besten ist es, ich probiere es einfach aus. Das heißt, ich fange mal mit 90 Minuten pro Schlafzyklus an. Und wenn ich merke, ich bin immer noch müde morgens, entweder muss ich mir einfach einen Schlafzyklus mehr gönnen. Das heißt, 1,5 Stunden früher ins Bett gehen abends, ja, weil mein Schlafbedarf höher ist. Oder ich verschiebe es einfach mal so um 20 Minuten, um 1/2 Stunde, den Zeitpunkt, wann ich ins Bett gehe. Und dann sehe ich, ob sich morgens was ändert, ob ich leichter aus dem Bett komme oder noch schwerer. Ja, so kann ich also meine optimale Schlafdauer selbst empirisch ermitteln. Die Schlafdauer ist immens wichtig, dass man einfach sieht, wie viel Schlaf brauche ich wirklich. Und zwinge ich mich zu viel zu schlafen, dann werde ich so ein bisschen träge, dann komme ich auch nicht gut aus dem Bett raus. Ja? Also einfach mal testen. Auch da empfehle ich immer im Urlaub mal alle Zeitgeber entfernen, ins Bett gehen, wenn ich müde bin, aufstehen, wenn ich wach werde. Und dann sieht man, wie viel Schlafdauer brauche ich eigentlich? Ja? Es gibt eben die Kurzschläfer und es gibt die Langschläfer. Deshalb gibt es ja auch die 2 Worte. Man hat ja nicht die Worte erfunden, weil man danach dann irgendwelche Schlaftypen konstruiert hat, sondern es waren die Schlaftypen da und dann hat man gesagt, okay, du bist ein Kurzschläfer und du bist ein Langschläfer. Natürlich auch von jeder Lebensphase. Jeder weiß das, als Jugendlicher konnte man 10 Stunden, 11 Stunden am Stück schlafen, im Alter weniger. Wobei auch da die Sache ist, dass es häufig konditioniert ist. Also man kann im Alter auch wieder länger schlafen, wenn man gewisse Übungen beachtet, indem man einfach die Entspannung findet. Aber
es ist Fakt, dass wir im hohen Alter auch mit 5 oder 6 Stunden Schlaf die Nacht auskommen. Was ein Gewinn an Lebensqualität ist. Das sage ich auch immer in meinen Seminaren. Wenn ich morgens um 5 ausgeschlafen bin, dann muss ich überlegen, was ich mit der Mehrzeit am Tag anfange, sinnvoll. Die Schlafdauer ist natürlich, je kürzer ich schlafe, umso mehr bin ich anerkannt. Oh, ich brauche keinen Schlaf. Das ist so eine Abwertung des Schlafes. Es ist aber auch bekannt, ich brauche einfach ein gewisses Quantum an Schlaf, um meine Biorhythmen zu erfüllen, meine Aufgaben, die im Schlaf ablaufen. Das heißt, wenn ich mich zwinge, wenig zu schlafen, schade ich mir auch. Das muss man ganz einfach sagen. Der Schlaf ist eben ein natürlicher Prozess und er hat sein ganz natürliches Zeitfenster. Und das sollte ich ihm auch einräumen, weil umso mehr habe ich am Ende meines Lebens von meinem Leben. Ja? Ich habe kein Übergewicht, kein Herzinfarktrisiko oder Schlaganfallrisiko, um nur die 3 wichtigsten Faktoren zu nennen. Das Thema Wecken finde ich immer hochinteressant, weil da gibt es ja mittlerweile auch das komplette Portfolio, ob der Rollladen jetzt mit einem Schwung aufgerissen wird oder über die Zeitschaltuhr ganz langsam hochfährt. Was natürlich klar ist, alles, was dem natürlichen Tag werden, dem Hellwerden nachempfunden wird, ist auch das, was das natürliche Wesen in uns kennt. Ja, das heißt, die Sonne geht ja nicht schlagartig auf, sondern es dämmert erst und dann kommt erst die Sonne zum Vorschein. Und dieser Rhythmus des Wachwerdens ist natürlich für uns auch der natürlichste. Deshalb sind solche Lichtwecker schon zu empfehlen. Es ist natürlich die Frage, ob ich auch genügend Schlafdauer davor hatte. Weil wenn ich jemand bin, der zu wenig Schlaf sich gönnt, dann ist das Risiko auch mal gegeben, dass ich bei so einem Lichtwecker einfach auch verschlafe. Ja, das ist einfach Fakt. Und erzähle auch ganz gern meine Geschichte aus der Studienzeit. Ich hatte einen speziellen Wecker. Ich hatte so eine alte Kaffeemaschine mit Filter oben drauf, die so richtig, also am Ende der Brühzeit, also richtig kluckerte. Und die hatte ich abends dann mit einer Zeitschaltuhr schon programmiert und habe mich während des Studiums dann immer von einem frisch gebrühten Kaffee wecken lassen. Das Schönste ist ja, wenn man morgens wach wird und hat noch einen Augenblick Zeit im Bett zu verbringen. Ja? Einfach sich bewusst zu werden, dass der Tag jetzt anbricht und genau, einfach das nochmal genießen, den restliche Bettwärme einfach nochmal so voll auszuschöpfen und dann einfach zu beginnen. Es gibt aber auch da die unterschiedlichsten Typen, das heißt, der Wecker klingelt und gleich raus, also ähnlich wie auf dem Kasernenhof, ran an Speck. Auch das ist normal. Also man kann den einen nicht zu dem anderen zwingen. Das weiß aber auch jeder, so ein Morgenmuffel, der kann natürlich auch locker mal eine Stunde im Bett verbringen. Dann hat man natürlich mit dem Rest des zeitlichen Ablaufs am Tag schon sein Thema. Also irgendwann sollte man schon den Entschluss fassen, das Bett zu verlassen. Aber es spricht nichts dagegen, das morgens auch nochmal zu genießen und den Tag ganz langsam kommen zu lassen und nochmal so 10 Minuten, ich sage immer dazu, so Tag zu träumen, der erste Tagtraum. Das ist ja auch was Schönes, was kommt heute, so vom inneren Auge einfach schon mal die Dinge ablaufen zu lassen und dann zu starten. Ich werde ganz häufig gefragt, du erzählst so viel über Schlafrituale, hast du auch Rituale am Morgen? Und dann sage ich, ja, auch das obliegt natürlich jedem selbst, was einem gefällt, aber ich stehe auf und bevor ich ins Bad gehe, also trinke ich erstmal, ist so ein Ritual von mir, erstmal ein großes Glas Wasser. Das ist so, ich stehe am Fenster, schaue raus und genieße erstmal das Wasser. Dann mache ich meine Übungen, das dauert so 7 bis 10 Minuten etwa. Dann geht es ins Bad und ja, Affirmation ist ein häufiges Thema, aber ich sage es, es ist einfach eine Übung. Den ersten Menschen, den man sieht, ist in der Regel einen selbst, wenn man in den Spiegel schaut im Bad. Und ich begrüße mich jeden Morgen ganz herzlich und schenke mir erstmal ein Lächeln, weil das ist allein schon, wenn man die Mundwinkel nach oben bringt, schon eine positive Rückkopplung ans Gehirn. Und damit kann der Tag eigentlich schon nur gut starten. Und wenn ich mich wirklich mal dabei ertappe und denke, oh, heute hast du einen stressigen Tag, dann sage ich immer erstmal langsam, mach dich erstmal fertig, bring erstmal Ruhe rein und dann geht's los.